Hallo, heute meldet sich Abendblatt TV direkt vom Hamburger Dom mit der großen Hamburger Dom-Hardcore-Testwette. Unser Freund und Kupferstecher Thomas behauptet nämlich, dass er in alle würgereizstimulierenden Geräte hintereinander weg reingeht, ohne dass es ihm irgendwie unwohl wird. Ich sage, das ist unmöglich und wir machen den Test. Gewinnt er, zahle ich die Fahrtkosten, gewinne ich, zahlt er die Zeche. Los geht's. Auf dem Aufwärmprogramm steht der Looping und zwar gleich in fünffacher Ausführung. Und fühlst du dich gut? Ich fühle mich auch super. 80 Meter Aufzugslänge, 24 Grad Steigung, 1250 Meter Streckennetz. Das ist der Olympia-Looping. Mit dem Fünffachen des eigenen Körpergewichts geht es in ebenso viele Loopings, Maximalgeschwindigkeit 100 km/h. Gute Fahrt. Das Ding hat eine ungemeine Wucht. So viel Rotation kann kein Magen unbeschadet überstehen, oder? Ja, schade. Schon wieder vorbei. Sehr gute Fahrt, sehr schnelles Gerät. Aber ich muss dich leider enttäuschen, Axel. Die Tüte bleibt leer. Ratze fix, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und an der nächsten Station wartet dieses Gerät. Der Panic.